Moin Moin, willkommen zurück bei Wildsing und einem kleinen Special für euch. Und zwar haben wir ja Anfang des Jahres so ein bisschen eine Festival-Vorschau gemacht mit den größeren, mit den kleineren. Der Festivalsommer ist jetzt nun vorbei, muss man ganz klar so sagen. Für mich ist er vorbei, der Sommer ist noch warm, aber letztlich gibt es immer noch ein paar Ausläufer-Festivals bis Oktober rein. Aber der große Festival-Sommer mit den Hauptfestivals ist jetzt einfach um. Und ich dachte, wir machen einen kleinen Festival-Rückblick. Welche Festivals habe ich gesehen, was habe ich verpasst und so weiter. Was habe ich mir vorgenommen, wie hat es funktioniert? So, ne? Wie gesagt, ich hatte ja auch anfangs ein paar vorgestellt und ich war dann natürlich auch auf Festivals. Mein erstes Festival war am 1. Mai-Wochenende auf dem A Chance for Metal Festival. Ich war für Wildsing hier, und es ist tatsächlich so, dass ich einen Film drüber gemacht habe. Vielleicht habt ihr den gesehen, wurde auch ganz gut geklickt, ein sehr schöner Film, hat mir sehr gefallen. Ich bin nicht immer zufrieden mit meiner Arbeit. Selten ganz zufrieden mit meiner Arbeit zumindest, aber mit dem Film war ich wirklich mal sehr zufrieden, weil er eine schöne Mischung aus Live-Material und Stimmen und so hatte. Ist relativ lang geworden, aber hat hoffentlich auch einen guten Eindruck des Festivals gegeben. Das war mein erstes Mal A Chance for Metal Festival und ich wurde da jetzt reingeworfen, komplett neue Eindrücke. Bin jetzt aber auch in der neuen Generation von A Chance for Metal reingekommen, denn es wurde jetzt zum ersten Mal einen neuen Standort gemacht, Ochtendung. Und mir hat das da sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich habe auch keine Referenz, ich habe das vorher nicht erlebt. Das war jetzt in der Kulturhalle Ochtendung, eine Halle, die riesig war, muss man sagen. Also überhaupt auch gar nicht so krass gefüllt. Aber mit sehr viel Charme, mit sehr viel Persönlichkeit. Ein schönes Festival. Denn es ist so, dass die so ein bisschen alles sehr lokal denken und von Fans für Fans nicht als leere Phrase leben, sondern tatsächlich das auch so machen. Also von Fans für Fans ist da gelebt. Das ist bei vielen ja innerhalb der Szene immer noch eine sehr leere Phrase und dann wollen sie doch 9 Euro für ein Bier haben, so ungefähr. Das war wirklich mit Liebe zum Detail gemacht. Also du hast da ein super geiles Bier, du hast ein Campground, das war alles ein bisschen self-made, muss man dazu sagen. Das hatte super viel Charme und Persönlichkeit. Die Kulturhalle war überdacht. Wir hatten super mieses Wetter, muss man ganz klar sagen. Es hat durchgeregnet fast. Was egal war, weil die Kulturhalle überdacht ist. Dann konnte man einfach sich schön dahin pflanzen. Das war schon ein geiles Festival. Wie gesagt, mit sehr viel Persönlichkeit, Charme. Das Bier da war das beste Festivalbier, was ich je getrunken habe. Es gab direkt daneben ein Silent Camping, wo man die Fresse halten muss. Da habe ich gecampt übrigens, um so ein bisschen auch Ruhe zu haben. Ihr habt es vielleicht auch im Film gesehen. Bandtechnisch war es da wirklich sehr cool. Also ich habe da ein paar Entdeckungen tatsächlich auch gemacht auch ein paar für mich etablierte Bands gesehen, die mich auch mal wieder überzeugt haben. Erst leider Night Eternal mussten absagen, dafür sind spontan Knife eingesprungen. Sensationell. Vorher liefen alle schon mit Knife-T-Shirts rum und dann kam so, fuck, Knife kommen. Selten ist ja der Ersatz von einem Ausfall so gut, ne, wie die Originalband. Hier haben sie es wirklich mal geschafft. Absurd gut. Dazu auch eine Band wie Steep Preacher, wo ich dann kurz auf der Bühne mit war und das Bier ausgeschüttet habe, die immer live super viel Spaß machen. Den Auftritt habe ich übrigens tatsächlich auch zum größten Teil abgefilmt und hochgeladen auf dem Kanal. Und Vulture waren da, die haben mich auch mal wieder richtig überzeugt. Sehr, sehr geil. Und dann habe ich ein paar Bands auch das erste Mal gesehen. Zum Beispiel die Speed Black Metal Band Butcher. Mit dem Metal-Umlaut über den U, also Butcher. Die habe ich da zum ersten Mal gesehen als Headliner. Hat mich gewundert, dass die überhaupt Headliner, also ne und so. Aber fuck, waren die gut. So geht Live-Musik, ne? Geht es in so eine Vulture-Richtung mit ein bisschen Midnight bei. Fuck, waren die gut. Die haben wirklich einfach nur abgerockt. Der Sänger ein völliger Maniac, der Basser die coolste Nase unter der Sonne. Belgier waren das. Fuck, waren die gut. Die haben mich richtig, richtig abgeholt. Kann man nicht anders sagen. Dazu auch eine Band kennengelernt wie Evil Axis, war sehr witzig. The Void's Embrace, die ich hier mal besprochen habe, auch zum ersten Mal live gesehen, haben mir auch sehr gut gefallen. Wie gesagt, Vulture haben auch richtig abgeliefert. War einfach eine sehr, sehr geile Mischung an Bands, auch wie nah die Bands waren, wie groß die Bands sind. Die machen das ja mit so einem Voting. Das ist ja wirklich so basisdemokratisch geführt. Man kann immer, wenn man auf dem Festival ist, fürs nächste Jahr Bands voten. Und die versuchen das einfach umzusetzen. Die machen das einfach, was ihr votet. Muss natürlich budgetmäßig passen. Also es ist jetzt nicht so klar, ne? Iron Maiden kannst du aufschreiben.
So, aber es ist halt tatsächlich so, dass manche Underground-Bands da sind, komplett, sich dann komplett da connecten und die Werbetrommel für sich selbst rollen und dann voten und sich selbst reinvoten. Finde ich legitimes Mittel, ganz, ganz eigener Art, ein Festival zu betreiben, ist aber sympathisch. Und so war das gesamte Festival. Es hat seine Eigenarten und es ist ja was Spezielles. Und das war super, super sympathisch. Geile Bands gesehen. Ich habe auch viele nette Gespräche geführt, viele nette Leute kennengelernt. Mit der Kamera viel unterwegs gewesen. Ihr habt es vielleicht im Film gesehen. Das war mein Festivalauftakt und er war toll. Er war wirklich toll. Es ging dann weiter, mein zweites Festival dieses Jahr, mit Der Detze rockt am Detzenberg. Das ist ja so ein Festival, das gibt es schon eine Weile, war aber auch mein erstes Mal. Ich habe häufig überlegt, hinzugehen. Dieses Jahr war es dann soweit, denn es waren da Triumph of Death, Hellhammer, also Tom G. Warrior mit seiner Triumph of Death Formation spielt die alten Hellhammer-Songs. Das war so ein bisschen der Introduce. Dann waren aber noch ein paar andere geile Bands bei, die ich auch kannte und auch, ja, habe auch was kennengelernt. Ich war mit zwei Kumpels da in ganz privater Mission. Mal wieder. Ist gar nicht so häufig bei Festivals der Fall, dass ich einfach mal nur so auf Festivals gehe. Mit zwei Kumpels da, mit denen ich hier auch schon mal mit der Kutte den Talk gemacht habe. Und und da haben wir uns das angetan. Das war ein reines Schnörres-Treffen. Die waren auch schon mal auf dem Detze, ich nicht. Das war so ein richtiges True-Metal-Schnurrbart-Festival. So, ne? Hat aber seinen Charme, muss man ganz klar sagen. Und die Bands waren auch krass. Das Festival hat auch so seine Eigenarten. Das liegt ja da oben so im Berg, ziemlich windig. Da werden Bahama Mamas getrunken. Das gehört sich so, das haben wir auch gemacht. Eine relativ große Area, die mir sehr gut gefallen hat. Und bandmäßig dann auch wirklich aus diesem Schnurri-Bands. So, ne, viel Black Thrash in die Richtung, Classic Metal und so in die Richtung gehend, ne, undergroundig auf jeden Fall. Triumph of Death waren, wie gesagt, Headliner, der andere waren Hellas, habe ich kurz ein bisschen reingehört, waren eher 70s-mäßig, aber habe auch da ein paar geile Bands noch darüber hinaus gesehen. Riot City waren richtig, richtig fett, habe ich da gesehen. Evil Axis waren tatsächlich auch da, habe ich da nochmal gesehen, waren besser als auf dem Chance for Metal, weil die da ein bisschen Soundprobleme hatten. Butcher waren auch da, auch richtig abgeliefert, sehr, sehr geil. Neue Band, die ich da auch entdeckt habe, war Syntage. Die habe ich hier auch als monatliche Entdeckung gehabt. Vielleicht habt ihr das Video gesehen. Hab mir das Album gekauft, super geile Attitüde. Irgendwo Richtung Manila Road mit so einem Schnörres, der sah aus wie Wayne Campbell, der Sänger. Super witzig. Da habe ich mir das Album gekauft. Und so war das Festival. Wir haben auf jeden Fall ordentlich auch Kette gegeben. Deswegen habe ich insgesamt weniger Bands gesehen, als wenn ich ein Filmchen drüber mache. Das ergibt sich natürlich. Gerade am ersten Abend haben wir uns richtig weggeschädelt. Ich habe bis morgens 8 Uhr, glaube ich, getrunken. Und dann bin ich erst für eine Stunde ins Bett gegangen. Muss auch mal wieder sein. Merkt man zwar die nächsten 2 Tage, aber das Festival hatte trotzdem viel Spaß, wenn das Wetter nicht gewesen wäre. Also man muss tatsächlich sagen, wir hatten auch da, also wir hatten mal mit Chance for Metal Regen. Es war schon sehr lästig, aber beim Der Detze rockt war tatsächlich Unwetter. Es war wirklich Unwetter und uns hat es den Pavillon gekostet und mein Zelt. Das ist beides draufgegangen tatsächlich. Und ab einer gewissen Anzahl an Bier interessiert es auch nicht mehr. Hat aber teilweise schon auch, also die musste nicht unterbrochen werden oder so, die Bühne wurde dauerbespielt. Aber klar, im Regen Bands gucken, wenn du noch 2 Tage Festivals hast, so ungefähr, macht nicht immer Spaß, hat irgendwie funktioniert, aber mit Unwetter und Sturmwarnung, das war schon heftig, muss man sagen. Es war schon viel und hat so ein bisschen so einen kleinen X-Faktor einem genommen. Mit schönem Wetter ist es dann doch deutlich, deutlich, deutlich dankbarer. Aber Triumph of Death haben wirklich krass abgeliefert. Das war wirklich schön, die nochmal zu sehen. Ich habe die ja schon mal gesehen. Aber für die würde ich echt fast überall hingehen. Und dann aber auch so geile Sachen wie Butcher, Riot City waren da. Hab viel gesehen, aber halt anders als beim Chance for Metal, weil man wirklich mal nur privat da war. Habe ich echt lange nicht mehr gemacht und war auch, tat mal wieder ganz gut, muss man ganz klar sagen. Und das war, glaube ich, im Ende Juni, der Detze rockt. Und im Juli war ich dann auf meinem geliebten Dong Open Air. Zum ersten Mal am Dong war ich vor 19 Jahren. Seit 10 Jahren mache ich da den DJ und das war auch meine Mission dieses Mal. Ich bin der Aftershow-DJ vom Dong Open Air. Total eskalative Partys. Ich habe da ein eigenes Zelt. Rappelvoll sensationell. Und ich hatte dieses Jahr 10-jähriges DJ-Jubiläum auf dem Dong Open Air. Und bin da halt auch dann Veteran, was das Festival angeht.
Die hatten ein sehr krasses Line-Up. Headliner waren In Extremo, Behemoth und Blind Guardian. Darunter immer noch Sachen wie die Apokalyptischen Reiter zum Beispiel. Ich bin da inzwischen eher dann im sozialen Bereich unterwegs, deswegen so ultra viele Bands sehe ich da nicht. Meine geliebten Steel Preacher waren aber da. Auch da habe ich das Bier ausgeschenkt, mussten aber abbrechen, denn es kam auch da Unwetter auf. Und zwar so krasses Unwetter, dass die Bühne stillstand für mehrere Stunden, wo ich dann tatsächlich in meiner Funktion als Unterhaltungskünstler, DJ, eine spontane Karaoke organisiert habe. Ich mache in meiner DJ-Tätigkeit auch Karaoke-Partys und habe dann die Zeit überbrückt mit einem Karaoke-Set, was sehr, sehr gut ankam. Haben wir 2 Stunden Karaoke gemacht. Unter anderem hat da eine Guns N' Roses Tribute-Sängerin Guns N' Roses gesungen, sensationell. Von Steel Preacher, der Drummer, hat Glamrock-Songs gesungen, sensationell. Der Heavy Metal Home TV Illy hat Kiss gesungen, das war auch mega witzig. Also, wir haben das Beste draus gemacht, aber es war ein richtig krasses Unwetter, das überall Schlamm lag. Oben auf dem Berg ist es ja. Und 2 Bands mussten, glaube ich, komplett gekickt werden. Night Eternal verzögert, waren auch da, Ricardo und die Jungs, mit einem super verkürzten Set. Vulkan leider auch, mit einem super verkürzten Set, weil die halt abbrechen mussten, weil überall das Wasser stand, die Elektronik ein bisschen gefährlich gewesen wäre. Ist manchmal so, also wenn so krasses Unwetter kam wie da, dann passiert sowas. Hat mich wieder ein Pavillon gekostet, das Festival. Aber ansonsten ist es nach wie vor eins meiner Lieblingsfestivals. Oben auf dem Berg mit der Optik und alles sensationell. Die Bands waren gut gebookt dieses Jahr. Also Behemoth waren fett, Blind Guardian waren fett. Da sind noch 200 Brüder dabei gewesen. Haben wir Familientreffen gemacht, Blind Guardian geguckt. In Extremo haben auch ganz cool funktioniert. Aber auch Night Eternal, Steel Preacher waren fett. Tyrantrope hat mir sehr gut gefallen, war für alle was dabei. Ich habe mit dem Endstille-Sänger Zingultus haben wir verquatscht Backstage. Das war auch ein kleines Highlight. Also ab und zu bin ich ja doch noch ein bisschen Fanboy-mäßig. Und das war so, also ich bin cool geblieben, aber war auch schon so, dass ich dachte, cool, einfach so mit dem zu quatschen. War ein sehr geiles Festival, aber Unwetter, mal wieder. Und das war mein 3. Festival, das Dong Open Air. Und ich hatte eigentlich überlegt, noch ein 4. mitzunehmen im Spätsommer. Aber mit dem Wetter, 3-mal Regen, 2-mal Unwetter, habe ich dieses Jahr gedacht, boah, ich kann nicht mehr. Und dann hat sich auch nicht richtig ein Festival und Wochenende gefunden, weil ich mit meiner DJ-Tätigkeit auch immer Wochenends natürlich gerne mal unterwegs bin. Und dann habe ich das tatsächlich bei diesen 3 Festivals gelassen, was mich sehr stört, denn ich wollte eigentlich noch mehr mitnehmen. Zum Beispiel haben wir dieses Jahr nicht das Rockhard-Festival gemacht an Pfingsten, das ich eigentlich jemals mache, das mache ich ja auch schon seit 18 Jahren. Aber das lag dieses Mal mit meinem eigenen Geburtstag, mit dem Geburtstag meiner Freundin und einer Hochzeit innerhalb der Familie sehr, sehr blöd. Und vom Line-Up fand ich es dieses Mal auch auslassungswürdig. Ob es nächstes Jahr noch stattfindet, weiß man nicht. Es gibt da wohl Veränderungen in der Logistik. Ich bin sehr gespannt, aber Rockhard-Festival ist eigentlich immer so ein Go-To-Guy von mir und würde ich im Normalfall tatsächlich auch immer mitnehmen, ist aber dieses Mal ausgeblieben. Seit Jahren steht bei mir auch das Partisan auf dem Plan, aber dieses Jahr fand ich das Line-Up nicht gut genug für mich. Immortal mit Abbas, also Abbas spielt Immortal, so rum, wäre cool gewesen, Behemoth und ich glaube Sodom war noch da, das hat mich alles nicht so abgeholt und dann waren mir da drunter ein paar Black-Metal-Bands, aber waren nicht so fett genug, dass ich gesagt habe, okay, Partisan machen wir. Vielleicht, wenn mal wieder Emperor da sind, das würde ich schon machen. Aber es wäre schon ganz geil, wenn das Black Metal lastiger ist. Es war so ein bisschen durchmischt diesmal. Also ein bisschen Death, manchmal gibt es auch nur Death-Jahre, da bin ich dann auch raus. Aber so ein richtiges Black-Jahr würde ich tatsächlich nochmal mitmachen. Dann ist das Partisan auch noch auf dem Kranz. Was ich tatsächlich wirklich bereue, aber das ging nicht, weil ich schon Urlaub gebucht hatte, habe ich zu spät entdeckt. Das Burning Q Festival hätte ich liebend gerne mitgemacht. Das hatte ein Königs-Line-Up, wirklich ein Königs-Line-Up, mit geilen Black-Metal-Bands, Black-Thrash-Bands. Da war von allem was dabei. Sensationelles Line-Up. Hat sich nicht ergeben, weil ich habe es zu spät entdeckt und den Urlaub schon gebucht und war genau in diesem Wochenende, war ich genau im Urlaub. War dann halt so, Rockhards hatten wir tatsächlich auch überlegt, mit Judas Priest, Bruce Dickinson, krasses Line-Up, auch ein leichter Gothic-Einschlag, da kriege ich meine Freundin noch immer zu, aber ist dann auch ausgeblieben, aber deswegen ist es bei mir bei diesen 3 Festivals geblieben. Das sind natürlich nur diese klassischen Übernachtungsfestivals. Ich war im Steel mit Steel Festival, also sind diese Eintagesdinger umsonst, wo man nur hinfährt. Ich meine wirklich die klassischen Festivals, wo man kurz seinen Wohnsitz auf einen Campground verlegt.
So, ne? Oder wo das gesamte Leben auf dieser Area stattfindet. Und so ist dann mein Festival-Sommer letztlich im Juli schon ausgeblieben. Wacken ist sowieso kein Thema mehr. Vielleicht irgendwann nochmal, aber dann in anderer Rolle. Ideen gab es dazu schon, aber dann ist es tatsächlich im Juli geblieben. Mit dem vielen Unwetter, mit dem Pech, das ich bei dem Wetter hatte, hatte ich irgendwie dann auch gesagt, boah, nee, ich glaube, ich kriege nicht noch ein Festival hin. Baden in Blut war auch so eins, was ich auch vor ursprünglich mal überlegt hatte. Hat sich dann nicht mehr ergeben. Nächstes Jahr, das muss ich jetzt noch, also ich denke, so eine Chance for Metal, wenn es dann auch stattfindet und so, ich glaube, es findet statt, würde ich mitnehmen. Ich würde auch wieder versuchen, Rockhard mitzunehmen. Dong bin ich immer eh gesetzt als DJ. Und ein Detze ist ein bisschen Line-Up-abhängig, muss ich tatsächlich sagen. Vielleicht ist Partisan dann aber auch fett. Die haben tatsächlich schon das erste Line-Up rausgehauen. Oder es wird doch mal das Burning Q, wenn die nochmal so ein Bomben-Line-Up haben. Das war auf jeden Fall mein Festival-Sommer. Mit diesen drei Festivals letztlich abrupt im Juli geendet. Aber dreimal Unwetter und zwei Todespavillons, ein totes Zelt. Das war mir dieses Jahr ein bisschen viel. Und dann habe ich gesagt, okay, nochmal Pech auf Unwetter, das vertrage ich nicht. Und so war es dann dieses Jahr. Wie war es für euch? Was habt ihr mitgenommen? Was waren eure Highlights? Was hat euch überrascht? Wart ihr auch auf irgendwelchen Festivals das erste Mal? Vielleicht wart ihr auch auf einem der drei Festivals hier, Chance for Metal, der Dead Rockt oder Dong Open Air und habt auch da überschneidende Meinungen. Vielleicht habt ihr es auch anders erlebt. Hattet ihr auch so viel Pech mit dem Wetter? Das war echt scheußlich. Und dann berichtet mal, wie euer Festival-Sommer so lief. Denn der ist vorbei. Ich denke, der ist vorbei. So ein paar Ausläufer, wie gesagt, gibt es immer noch. Ein paar verrückte Spätfestivals. Habe ich vor Jahren auch mal gemacht. Da war es aber in der Nacht da minus 3 Grad. Da hat mich Jackie warm gehalten und ich war anschließend krank. Mache ich mit meinen fast 40 auch nicht mehr. Insofern, ja, ich bin sehr gespannt, was ihr berichtet, wie euer Festival-Sommer so lief, wie das Wetter bei euch war, welche Bands, welche Highlights ihr gesehen habt. Und dann tippt mal fleißig ein, wie euer Festival-Sommer lief. Mein Festival-Sommer habt ihr jetzt gerade präsentiert bekommen. Nächstes Jahr wird es hoffentlich ein Festival mehr. Dann werden es 4, vielleicht sogar 5 Festivals. Meine Ausrüstung, dadurch, dass ich ein neues Zelt kaufen musste, habe ich nochmal geupdatet. Pavillon muss ich neu kaufen. Aber ist dann manchmal so. Und ich bin sehr gespannt, was von euch da kommt. Lasst mal eure Festival-Sommer 24 Geschichten da und dann sehen wir uns nächsten Sommer oder auch beim nächsten Video. Bis dahin.